Massenschlägerei zwischen Albaner Großfamilien. 3 Schwerverletzte, 9 Personen festgenommen. Ochtrup. Bei einem heftigen Streit zwischen 2 albanischen Großfamilien sind am Ostersonntag im Münsterland 3 Menschen schwer verletzt worden. Die Kosovo-Albaner gingen mit Messern, Baseballschlägern, einer Schreckschusspistole sowie anderen Schlagwerkzeugen aufeinander los. An der Massenschlägerei waren etwa 40 bis 50 Personen aus beiden Familien beteiligt. Wie viele Menschen genau verletzt wurden, ist bislang unklar. Ein 30 Jahre alter Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. 2 weitere Schwerverletzte wurden mit Krankenwagen abgeholt. Mindestens eine Person soll kurzzeitig in Lebensgefahr gewesen sein. Grund der gewalttätigen Auseinandersetzung sei eine Hochzeit zwischen 2 Mitgliedern der Albaner Familien gewesen. Nach der Eheschließung fühlte sich eine Familie von der anderen getäuscht. Mehrere Dutzend Familienmitglieder hatten sich deshalb in Ochtrup zu einem sogenannten Schlichtungstermin getroffen, bei dem man sich allerdings nicht einig wurde. Laut Aussage eines Beteiligten seien derartige Schlichtungstermine unter den Albanern die Regel. Streitigkeiten werden nicht vor Gericht ausgetragen, das klären die Streitparteien unter sich. Statt eines Richterspruchs wurde der Streit daher mit Baseballschlägern und Messern geklärt. Als die Situation völlig eskalierte, riefen besorgte Nachbarn die Polizei. Als diese anrückte, flüchteten die Albaner. 3 der Verdächtigen konnten jedoch noch in Tatortnähe festgenommen werden. Die Beamten versperrten ihnen mit ihrem Einsatzfahrzeug den Weg. 6 weitere Männer konnten später aufgrund von Zeugenaussagen, die Fluchtautos genau beschrieben hatten, in Emstetten festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden ein 60-jähriger Mann und sein 31-jähriger Sohn dem Haftrichter in Rheine vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen. Der Haftbefehl gegen den 31-jährigen Mann wurde gegen Auflagen jedoch außer Kraft gesetzt. Es wurde eine Ermittlungsgruppe mit 11 Kriminalbeamten gebildet, um die genauen Hintergründe und den Tatablauf der gewalttätigen Auseinandersetzung zu erforschen. Die Ermittlungen dauern an.